Ich weiß auch nicht, ich finde es eine gute Idee. Knut? Okay, kein Problem. Eine Geschichte habe ich noch. Und zwar, dieser Flügel da vorne kennt die Geschichte schon, aber ihr müsst trotzdem tapfer sein. Also, ich wohne in Kreuzberg. Ich wohne in einem Gebäudekomplex, wo, ich wohne da seit gut 2 Jahren, 4-mal eingebrochen wurde. Und ich wohne im 4. Stock. Mich erreichen diese Welle des Einbruchs, erreicht mich nicht. Bei mir kann so viel klauen, auch nicht. Und irgendwann, es ist Sonntagnachmittag, etwas späterer Zeitpunkt, ich höre sehr laut Musik, klingelt es an meiner Tür und ich bin überrascht, wer kann das sein, niemand angekündigt. Mach die Tür auf, 2 Polizisten stehen vor der Tür. Ich dachte so, oh, Lärmbelästigung, scheiße, blöd. Und dann sagen mir die Polizisten, Herr Strack, Ihre Musik ist aber sehr laut. Ich sage, ja. Und dann sagen die Polizisten, da haben die Nachbarn aber ganz schön Toleranz hier, oder? Ja, bisher hat sich noch keiner beschwert. Haben Sie heute irgendwas mitgekriegt hier? Wie mitgekriegt? Nein, ist Ihnen so irgendwas aufgefallen? Nö, ich habe laut Musik gehört. Nö. Und dann sagen die, naja, gut, komisch, aber durch die Musik ja nachvollziehbar. Gehen runter, dachte, gut. Dann war ich später noch verabredet an diesem Abend, um einen Spieleabend zu machen. Ja, ich mache Spieleabende, schöne Spieleabende. Gehe los, hatte mir so Käse mitgenommen, wir wollten noch einen Auflauf zusammen kochen, keine Ahnung. Und ein Spiel natürlich, gehe runter, sehe so, unten die Erdgeschoss, Splitter, Türsperrangel weit offen. Polizisten stehen noch unten vor der Tür, nach wirklich über einer halben Stunde. Gehe so runter und... Mensch, ist ja eingebrochen worden. Die sagen, wie haben Sie das denn rausgefunden? Ich sage, naja, ist ja sichtbar. War mir natürlich peinlich, war doofe Frage, blöd. Und dann sage ich, naja, wenn Sie noch Fragen haben, Sie wissen ja, wo Sie mich finden können. Ich war mir in dieser Situation nicht bewusst, was für ein abgedroschener Satz in jedem Tatort. War und erzählte das dann bei den Spielern und plötzlich die so, Wah! Und ich so, das war so ganz komisch. Und doch, das war komisch. War mir auch bewusst, die Polizisten haben sich nicht mehr gemeldet. Seitdem ist aber noch mal 2-mal eingebrochen worden.